presents Marvel Comics. So, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Marvel vs. Capcom Fighting Collection Video. Und wie ich im letzten Video gesagt habe, wenn wir mit meinem Team X-Men starten, hier endlich mal alle zusammen vereint in einem Spiel. Rogue ist auch wieder hier. Die hat aber komischerweise das 60er Outfit hier an. Capcom Presents. Ja, aber das ist schon, wie gesagt, Marvel vs. Capcom 2. Das habe ich viel auf der Dreamcast damals gespielt bei Freunden. Da war quasi Capcom vs. SNK 1 nicht so präsent bei mir. Dafür umso mehr Capcom vs. SNK 2, was ich ja weniger auf der Dreamcast gespielt habe. Aber auf der Dreamcast habe ich mehr Garou gespielt. Da habe ich tatsächlich Capcom vs. SNK 2 auf der PS2 gespielt. Jo. Nun aber. Achso, gibt's ja zwei Wolverines. Einmal den mit den Knochenklauen, weil Marvel gesagt hat, ey, nimm den rein. Ja. Warum? Ja, weil wir es können. Okay. Ja, okay. Dann nimm den einmal. So, Storm ist dort. Jedenfalls ist es schon geil, dass ich hier mein Team X-Men machen kann. Ich habe auch wieder ziemlich lange im Training verbracht, um zu gucken, wie es am besten geht. Logan ist natürlich wieder hier. Ah, falsche Richtung! Ah, scheiße! Komm schon! Blockschaden. Oh Mann. Na komm schon. Yes. Weg mit dir. Ui. Oh, ich bin schneller, okay. Yo. Tada. Na, das war jetzt nicht der beste Auftakt.
Oh Mann, ey. Komm schon. Komm schon. Yes. Weg ist er! Wahnsinnig stark! Ja, das sieht schon besser aus. Ah, Spidey, Dalsum und die eine aus dieser, ja, Simulationswelt bei der X-Men-Animationsserie. Den werden wir auch nochmal sehen. Er hat auch eine Reichweite mit seinen Klauen, ey. Na komm, da ist er. Ja, genau, Spiral. Erstes Mal überhaupt. Glaube ich. Defend up. Back is there. Good night, sugar. Muss aber auch sagen, es ist nicht so ein wahnsinniges schnelles Spiel wie Marvel Super Heroes vs. Street Fighter. Das hat schon eine gute
Oh, oh, oh! Nee, da brauche ich Rogue. Ah, das war Verschwendung. Ja, astronomische Zahlen hier. Also ich muss schon sagen, das Team X-Men, das ist schon ziemlich gut. Klar, zentraler Punkt sind schon mehr Wolverine und Rogue. Storm, ja, die macht schon Bock, aber die ist ganz klar sehr simpel gesteckt. Ah, du bist so... Tornado, klar, Alter. So, get in. BB Hood, ey, aus Darkstalkers. Die hat gar nichts? Das lohnt sich ja gar nicht. Ah, Leben. Hau nicht immer vor mir ab, mein Junge. Hey. So. Ultra Combo Finish, Baby. Ich mach nachher jede klassische Pose. Save Storm. Chan, Jin und War Machine. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die richtige Storm genug hier habe. Aber normal, ja. Ja, Typhoon. Ted,
Yeah, Weapon X! Weg mit dem! Chill, Amingo und Ryu. Ja, das ist Ryu aus Alpha. Ja, die benutzen hier die Street Fighter Charaktere aus Alpha. Daher auch die Cammy. Oh ja. Oh, der Unblockball. Der mit Feuer, ey. Lightning Storm, Alter. Here you go. Ach komm schon. Power up. Ja. Oh, nochmal. Power up. Na komm schon. Na, sie hält ihn fest, da kommt Wolverine in Berserker Barrage und Storm macht, ja, Lightning Storm, das ist pervers. Aber was wir mit Storm mal wieder machen müssen, weil ich glaube, das ist ziemlich gut gegen den Typen, es hageln lassen. Er ist richtig hageln lassen. Ja, warum ich Storm nicht bei X-Men vs. Street Fighter gespielt habe? Da ich kein Team hatte jetzt. Vielleicht. Alter. Der lässt sich auch schwer juggeln. So, jetzt kommt noch die zweite Phase. Ich glaube, der ist nur am Schießen, oder?
Ja, mit ihren normalen Klamotten, cool. 1000 Klamotten. Ja, das ist der Ball. Wo ist der Ball? Oder? Besser Körperrasch! Ja, ich bräuchte noch ein bisschen mehr Übung, aber das Team mag ich auch sehr gerne. Bei meinem ersten Team, also bei meinem Crossover-Team, Jill, Sakura und Psylocke, da weiß nicht, ob ich jemand anders genommen hätte, vielleicht doch Bone, Wolverine, aber hey, das haben wir ja so genommen. Das Ende haben wir schon gesehen. Kann man so springen. Ja, da waren wir jetzt nicht so krass drauf, klar. Obwohl wir mehr Damage machen, aber das habe ich nicht gut rüberbringen können. Tja, meine Damen und Herren, das wär's mit meinem Team X-Men in Marvel vs. Capcom 2. Und ja, dann würde ich sagen, ja, wenn euch dieses Video gefallen hätte, lasst ein Like da und einen Kommentar. Und wenn euch nicht nur mein Marvel vs. Capcom oder Fighting Spielzeug gefällt, hinterlasst ein Abo da und klingelt deine Glocke, damit ihr absolut nichts verpasst. Ja, und ich würde sagen, ich bin DK des Game Stage 5 und wir sehen uns noch ein letztes Mal in der Marvel vs. Capcom Fighting Collection mit dem Team. Ja, Marvel könnte man noch wieder sagen, dass da Cammy dabei ist. Ja, alles klar. Dann würde ich sagen, wir sehen uns wieder. Bye, bye.